Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Jurassic World Evolution 2. Ja, wir hatten in der letzten Folge ja ein bisschen Money-Problem und mussten warten, bis endlich das Geld reinkommt. Mir ist in der Zwischenzeit aufgefallen, hier ist so ein einsamer Stego. Fragt mich nicht wieso, aber er hat sich von der Gruppe getrennt. Das bedeutet, wir werden uns jetzt mal schnell den Heli hier schnappen, Direktsteuerung anfordern. Und diesen Stego suchen. Problem, man muss den Stego finden. Und ich sehe ihn nicht. Da ist er. Da sind aber 2, 3, 4. Hä? Bin ich falsch geflogen? Da hinten ist der einsame Stego. Nein, nicht Kamera. Ja, ziehen wir was. Mann, warum bin ich denn wieder Wachmacher? Betäubung! Gute Nacht. Gut. Bin immer viel zu weit geflogen. So, dann geben wir ihm einen Transport. Nach hier vorne. Dann sollte das Problem auch gleich gelöst sein. Warum auch immer der auf einmal alleine war. Genau, und jetzt hat man aktuell das Problem, dass wir 2 T-Rex hatten, aber nichts weiter machen konnten, ne? Weil 3,9 Millionen kostet uns der Scheiß. Ugh. Wenn ich nur einen mache, 1,9. Aber ein T-Rex ist doch ein Alleinlebender, oder? Intolerant. Ich würde gern beide haben. Also ganz ehrlich, ich hätte gerne beide, aber es kostet mich halt sau viel Kohle. Wie schnell kriegen wir jetzt das Geld aktuell rein? Können wir warten? Produkttransport im Gange. Da fliegt er, der Stego. Hui! Produkt wurde transportiert. Jetzt ist er zufrieden, jetzt sollte alles passen. Jetzt sollte der happy sein und nicht mehr alleine. Einsamkeit somit überwunden. Kämpfe unter Tieren sind unvermeidlich. Bei der Evolution gibt es Konflikte. Das müssen wir akzeptieren, wenn wir die Saurier jemals wirklich verstehen wollen. Ach so, deswegen. Ich frage mich gerade, warum Konflikte? Haben wir doch die ganze Zeit schon gehabt. Aber die beiden haben sich hier ein bisschen bekämpft, wahrscheinlich um den Alpha-Platz. In der Truppe. Das T-Rex-Gehege ist rein theoretisch auch schon fertig. Ah, soll man 2 T-Rex halten, ist halt doppelt das Risiko, ne? Wenn was passiert, dann ist es echt schlimm. Gefiederte Spezies erfordern eine 100% vervollständiges Genom. Aha. Das ist dieser Triceratops da wieder hier. Davon haben wir auch nur ein bisschen was noch. Es kostet nur 50.000, von daher. Und besser wie gar nichts. 42 Sekunden, dann sind sie zugeteilt. Ich muss halt jetzt gerade schauen, dass ich einfach das Geld auf die 2 T-Rexe spare. Weil die werden uns nochmal ein bisschen Reputation geben und dann können wir uns schnell den Tericinosaurus leisten und danach den Gigantosaurus. Schon abgeschlossen? Wow, das ging schnell. Jetzt haben wir eh nur noch den Para hier. Bedeutet, wir müssten eigentlich... Kann ich den jetzt schon synthetisieren? Nein.
Weil braucht, glaube ich, 100% Weil gefiedert? Unzureichende Genomdaten. Der kostet uns 2 Millionen pro Ei. Au. Okay, dann müssen wir nochmal in die Forschung bzw. in die Mine gehen und schauen, ob wir noch ein paar... Synthies finden. Das war, glaube ich, der, oder? Oh, das hat 500... Das hat fucking 500.000 gekostet. Oh, das war dumm. Und ich habe das falsche Genom geholt. 500.000 ausgegeben für nichts. Ich beschwere mich nicht. Nein, das war einfach nur sehr, sehr dumm. Aber unsere Kosten sind wenigstens 500% weniger wie davor. Also 570% mehr Umsatz wie davor. Das ist schon mal nicht schlecht. Fast 200.000 pro Minute. Will ich mich nicht beschweren. Zwei Mitarbeiter kommen nicht an ihr Ziel. Speziesvielfaltstrafe. Weil ich so viel Galimimuster habe, oder was? Lasst mir doch meinen Spaß mit meiner riesigen Galimimus-Gruppe. Warum müsst ihr mich bestrafen, wenn ich eine riesige Herde baue? Frech, wo sind die gerade unterwegs? Hier ist ein Teil unterwegs und hier ist die andere Gruppe unterwegs. Da ist noch ein Teil unterwegs und da hinten läuft einer ganz alleine rum. Okay, die nutzen die ganze Fläche für sich. Was natürlich cool wäre, Elektrozäune spezifisch zu anderen Tieren bedeutet, zum Beispiel die Galimimusse könnten über alle Gebiete drüber rennen, wie sie wollen. Aber die Pyrus können nur in dem Gebiet bleiben und die Demeteren nur in ihrem Gebiet. Dass man sozusagen so eine virtuelle Grenze für bestimmte Spezies macht. Dass halt sich auch Tiere, die sich untereinander nicht verstehen können, besuchen können. Und nur die, die sich gegen sich auf den Sack gehen, voneinander ferngehalten werden. Ach, ich habe den jetzt geholt. Huch. Aber für 100.000 neues Teil. Oh, zweimal sogar. Das sehe ich gerne. Zweimal Sechser, dann ist das Ding bis zum Rand voll. Ich weiß zwei Wissenschaftler zu. Dann sollte ja hoffentlich gleich mal die Brütsequenz fortgesetzt werden. 3,9 waren es. Okay, 3,9. Haben wir aber fast. Nur 500.000. 400.000 noch. Easy peasy. Ich muss aber immer wieder sagen, dieses Spiel schaut grafisch sehr, sehr geil aus. Neues lebensfähige Genom. Wie viel Prozent zur Hölle habe ich denn von dem jetzt auf einen Schlag gemacht? Dass die mir sagen, ich habe jetzt schon 61%. Von denen können die auch schon welche machen. Mich interessiert aber eher hier und eher hier. Velociraptor habe ich auch schon ein paar Prozent. Das ist der Gigantosaurus, der kommt auch noch. Ist halt alles so ein blöder Zeitaufwand jetzt in dem Spiel. Das ist alles eher so, bitte warten, please hold the line. Vielleicht war ich auch schuld mit meinen Gullis, die ich unbedingt züchten wollte in Masse, dass ich Geld rausgeschmissen habe für nichts und die tonnenweise Forschung und die vielen Mitarbeiter, die mich sehr, sehr viel Kohle gekostet haben. Aber ich glaube, mit den lebensfähigen T-Rex sollten wir jetzt gut dabei sein. Und 4 Millionen, Dankeschön. Gehen wir 3 Millionen gleich mal aus. Natürlich, the best of the best sollen hier ins Team, um das schnell umzusetzen. 2 Minuten noch. Ich werde mal ein bisschen Wald entfernen. Es laufen eh schon ganz viele Ziegen auch rum.
Machen wir das Gebiet ein bisschen kleiner. Mach so Art Pfade jetzt hier wirklich schnell. Kann man rein theoretisch den T-Rex ein Rennen veranstalten mit dem T-Rex. Wäre auch geil. Komm schon, wo bleibt mein T-Rex? So, Normalzeit. Per Airlift freilassen. Produkt wird eingesammelt. Eine hier, der andere hier. Leute, holt die gefährlichste Rasse, die wir jemals hatten. Wenn ich hier in die Ego-Perspektive gehe. Lass einen T-Rex frei. Achievement! Wo ist er? Da ist er! Transport im Gange. Da fliegt er. Tschüss! Auch noch sehen. Come on! Show me! Show me my little beauty! Wo ist er? Da ist er! Schau, wie grün der ist! Schick! Produkttransport beendet. Da ist er! Wie fehlen da... Oh, er ist stinkig. Braucht Sand. Und mehr Wald. Das ist ihm zu wenig Wald. Was heißt hier fehlender Wald? Du hast voll viel Wald mittlerweile. Das Gebiet ist voll mit Wald und er sagt, nope. Zu wenig Wandsand, okay. Planänderung dann. Das Gebiet nach hinten und um die Ecke hier noch erweitern. Okay. Waldgebiet verstärken. Der ist unzufrieden, weil zu wenig Wald. Ich habe so viel Wald hier. Und er so, nope. Zu wenig. Er kriegt von mir nach hinten jetzt noch ein bisschen Gebiet. Und dann hoffen wir, dass das reicht. Ich muss ja dann für den Sand um den Wald herum
Wald entfernen. Da darf er sich dann aber echt nicht beschweren, du. Wo ist der T-Rex? Da ist der T-Rex. Noch mehr Wald! Freu dich! Verdammte Scheiße, komm schon! Was sagt der Wald? 29%? Also wenn das alles den zwei T-Rex nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Das ist so viel Gebiet jetzt dann. Und ich will es jetzt nicht unbedingt freilassen ins restliche Gebiet. Aber jetzt steigt der Wald langsam. Langsam, aber sicher. Ist der T-Rex ready? Ich hole schon mal das Abriss-Zeug, weil Problem ist, es dauert ja eine Ewigkeit, bis das Ganze hier fertig wird. So, lieber T-Rex, wo seid ihr? Das wird doch jetzt dann hoffentlich reichen, wenn ihr alles erkundet habt, oder? Ihr braucht noch ein Beutegebäude, das verstehe ich. Vollkommen eurer Meinung, da kriegt ihr noch hier hinten eins rein. Und hier unten in den Wald auch noch eins rein. Hey, er ist zufrieden, man glaubt's kaum. Freiraum ist jetzt mittlerweile im Grünen, Wald steigt. Sand ist im Grünen, Wasser ist er noch so... Aber ihr habt noch den restlichen Wasserbereich nicht gesehen. Den tue ich jetzt einfach nochmal ein bisschen erweitern. Und den Wald außenrum noch ein bisschen wegklären und dann dafür einen Sand hinmachen. Dann ist es echt eine Sandlagune für euch. Wo seid denn ihr mittlerweile wieder? Hi, Preis. T-Rex. Da schweift einer umher. Mein Problem gerade ist, das Gehege geht jetzt bis hier hin. Und ich weiß noch nicht, wie ich das anbinde, weil ich habe maximal nur 3 Anschlüsse pro Bahn. Bedeutet, der Hyperloop braucht noch ein... So. Zweiter Hyperloop. Weiß ich jetzt zum Beispiel auch nicht... Ah, warte mal, ich könnte den Hyperloop abreißen. Ich habe ja die Bahn hier umsonst gebaut. Dann machen wir das nicht jetzt wie folgt. So. Hyperloop bearbeiten. Ich würde gerne den mit dem verbinden, das ist auch wieder dumm. Ich brauche hier aber noch einen Überwachungsplatz, ne? Ich habe hier noch keinen Agents Throughput Seat. Dann schaut mal auf die T-Rex, wenn die wieder vorbeikommen.
Die schwaddeln jetzt ihre Runde und wir müssten finanziell mäßig, oh ja, gut gestiegen sein. Wir haben jetzt 329.000 pro Minute. Und ich würde damit sagen, ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.